Heute geht es ums Faltenzeichnen mit Bleistift. Und zwar möchte ich dir heute einfach mal zeigen, wie du Falten realistisch auf Kleidung, Stoff, auf einem Tuch oder was auch immer mit Bleistiften darstellen kannst. Falls du neu bist auf dem Kanal, hier dreht sich alles ums Zeichnen lernen, Malen lernen und kreativer werden. Wenn dich diese Themen also interessieren, lass doch einfach gleich ein Abo da, damit du die nächsten Videos nicht verpasst. Lass uns also mal starten mit dem Thema Faltenzeichnen mit Bleistift. Und zwar, was ist eigentlich die Herausforderung beim Faltenzeichnen? Was ist daran ein bisschen schwer? Einmal ist es einfach, dass die Formen natürlich sehr abstrakt sind. Man kann sich nichts Genaues darunter vorstellen, wie jetzt zum Beispiel bei einer Hand, bei einem Auge. Da hat ja jeder eine Vorstellung davon, was aber auch manchmal ein bisschen nachteilig sein kann. Der wichtigste Punkt ist aber, dass man keine genauen Linien hat. Das heißt, wenn du dir jetzt mal zum Beispiel diese Schattierung hier anschaust in dem Beispielbild, dann kommt hier irgendwo dieser dunkle Schatten aus dem Nichts und verschwindet wieder im Nichts. Das heißt, wenn du jetzt diese Linie vorzeichnen möchtest, dann weißt du nicht genau, wo du dich hinsetzen sollst, weil die könnte ja weiter im Licht sein, die könnte weiter im Schatten sein. Und deshalb ist es manchmal ein bisschen schwer, das zu üben am Anfang, aber ich werde dir jetzt 5 Schritte zeigen, wie du das Ganze doch relativ einfach darstellen kannst. Man kann sich es ein bisschen vorstellen wie bei der Nase, die kommt auch aus dem Nichts und auch da kann man diese Schritte anwenden. Was ist also der erste Schritt? Der erste Schritt wäre mal, ich klappe das hier mal kurz auf, dass du verstehst, wie eine Falte überhaupt entsteht. Weil ich sage immer, wer versteht, wie was abläuft, der kann es besser sehen und dadurch besser zeichnen. Also eine Falte ist jetzt ja mal ganz einfach dargestellt, geht ja irgendwo was nach oben und irgendwo geht was wieder nach unten. Und das ist ja eigentlich ganz klar, aber vielleicht hat man es manchmal nicht im Kopf. Das heißt, das wäre der erste Schritt, dass du dir dein Bild mal anschaust. Und versuchst zu verstehen, aha, okay, hier in dem Bereich, da wölbt sich irgendwas hoch und dann wieder runter. Hört sich jetzt vielleicht simpel an, aber du kannst mir glauben, wenn du das mal im Kopf durchgehst, was hier eigentlich passiert. Hier ergibt sich eine Wölbung, hier geht es nach unten. Dann wird es viel einfacher darzustellen. Und das spielt dann auch zusammen mit dem zweiten Schritt, dass du dir überlegst, okay, wo ist überhaupt das Licht? Jetzt stell dir mal vor, hier oben wäre jetzt eine Lampe und die leuchtet jetzt hier auf deine Falte im Stoff drauf. Was passiert dann natürlich? Je nachdem, wie die Lampe natürlich aufgebaut ist, kommen hier diese Strahlen und die treffen jetzt auf diese Form, die du jetzt ja durch deine erste Überlegung schon verstanden hast. Das heißt, hier irgendwie in den Bereich kommen diese Strahlen nicht hin. Deshalb ist dieser Bereich dunkel. Dieser Bereich hier ist natürlich sehr hell, weil da das Licht komplett drauf leuchtet und hier wird es irgendwo übergehen. Das ist also einfach mal nur die einfachste Theorie. Ich denke, das kann sich jeder vorstellen. Und damit, wenn man mit diesem Wissen auf diese Vorlage dann schaut und die anfängt zu zeichnen, dann wird es einfacher. Glaub mir das, es ist viel einfacher, wenn man es versteht und weiß, was man da macht, weil man es besser erkennt. Ich sage das immer so, stell dir vor, dein Freund oder Freundin sagt dir, guck, da hockt eine Katze in der Hecke und du erkennst es nicht und du erkennst es nicht und du suchst sie. Wenn du sie dann einmal gesehen hast und das verstanden hast, dann kannst du da immer drauf schauen, die sticht auf einmal raus. Das ist hier dasselbe. Wenn du einmal verstanden hast, ah, okay, da ist jetzt der Schatten hier, weil da das Licht drauf leuchtet und da ergibt es sich dunkel und läuft da raus, dann ergibt sich in deinem Kopf ein besseres Bild, das du einfacher zeichnen kannst. Das sind also die ersten 2 Schritte. Form verstehen, Licht und Schatten verstehen. Jetzt kommst du dann zu den ersten praktischen Schritten. Und zwar, dass du jetzt einfach mal reingehst und ganz grob vorzeichnest. Das habe ich hier jetzt gemacht und zwar sehr, sehr grob. Also du gehst wirklich nur rein und siehst, okay, hier ist eine große Linie
und die ziehst du jetzt dann mal da so rein. Dann siehst du, okay, da ist irgend so ein Lappen, den ziehst du rein. Du siehst, da ist irgend so ein Lappen, da ziehst du rein. Und da auf keinen Fall verrückt machen, weil es gibt ja sowieso keine Linien. Ich habe es jetzt schon gemacht, weil das würde jetzt einfach unnötig Zeit verplempern, um das hier jetzt vorzumachen, weil man da sowieso nicht viel sehen kann. Aber jetzt zeige ich dir, wie du weitermachen kannst. Das heißt, dann gehst du rein und fängst an, die dunklen Bereiche einfach mal einzuschattieren. Und zwar nehme ich da jetzt einen dunkleren Stift, einen 6B schon. Die hellen nehme ich dann nur für die hellen Bereiche. Also ein 6B wirklich sehr stark reingehen. Und alle Bereiche, wo du jetzt was sehr Dunkles siehst, einfach mal so kennzeichnen. Ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf, damit du es direkt siehst. Ich werde auch nicht jetzt alle Falten hier durchmachen, das wird mir jetzt ein bisschen zu lang dauern. Ich mache jetzt ein paar hier mal rein, damit ich dir ein schönes Beispiel zeigen kann und dann machen wir danach den nächsten Schritt. Das heißt, in diesem Schritt wirst du jetzt diese dunklen Bereiche, die dir wirklich sehr dunkel auffallen, erstmal markieren. Schau es dir an und mach es am besten einfach direkt gleich nach. Du siehst jetzt also, ich habe da einfach mal ganz grob in die dunklen Bereiche bin ich reingegangen, habe einfach mal raufgesetzt, damit wir einfach ein bisschen Graphit sozusagen auf unserer Zeichnung schon haben. Was ich jetzt als nächstes mache, also das ist der nächste Schritt, ist, dass ich das Ganze einfach mal ein bisschen verwische. Warum mache ich das Ganze? Weil ich da einfach schon leichte Übergänge reinbekomme, weil ich dieses ganz weiße Papier ein bisschen zudeckt, dass es nicht mehr ganz weiß ist und einfach schon ein bisschen Richtung Tuch gehe. Also einfach hier willkürlich drüber gehen. Wir werden da sowieso diese Schicht, die wir jetzt hier verteilen, die werden wir dann wieder aufhellen. Das zeige ich dir aber später. Das heißt, du verwischst das Ganze jetzt einfach mal. Und ich mache es jetzt halt in dem Bereich, wo ich hier gezeichnet habe. Das heißt, hier und da mache ich es jetzt nicht, sondern ich gehe jetzt hier einfach so ein bisschen rein und verwische es. Dadurch werden jetzt natürlich die dunklen Bereiche wieder ein bisschen heller. Man kann auch mit dem Finger reingehen, wenn man will. Auch wenn da viele immer sagen, das ist nicht erlaubt. Das machen ganz, ganz viele. Und solange man kein Nutella oder Honig oder komplettes Fett an der Hand hat, ist es nicht so schlimm. Das hängt natürlich immer von der Zeichnung ab. So, du siehst jetzt, es ist schon ein bisschen weicher geworden alles. Und was ich jetzt dann im nächsten Schritt machen werde, ist, dass ich die Übergänge jetzt noch weicher mache. Was meine ich damit? Zum Beispiel hier. Hier habe ich ja sehr stark reingezeichnet und sehe aber natürlich, dass es hier eigentlich deutlich weicher rausgeht. Das heißt, ich kann jetzt noch mal in den dunklen Bereich reingehen und kann hier jetzt langsam aufhellen lassen. Und hier kann ich auch noch mal in den dunklen Bereich gehen und kann es langsam in den hellen Bereich reinlaufen lassen. Das ist also die Aufgabe jetzt im nächsten Schritt, dass du sozusagen diese dunklen Bereiche, die ins Helle laufen, ein bisschen aufweichst und halt diese Verbindungen schaffst, je nachdem, wie stark an der Stelle das natürlich ist. Wenn jetzt zum Beispiel ich zeige es nochmal hier, von hier nach links weggehe, läuft es relativ weich aus.
Wenn ich nach rechts hingehe, habe ich schon eine härtere Kante. Und solche Sachen musst du jetzt natürlich mit beachten. Aber nachdem du das eben beachtet hast, dann solche Übergänge reinzeichnen, wie ich jetzt gerade mache. Und das siehst du schon, auf einmal taucht jetzt so langsam diese Falte auf. Was du dann auch noch machen kannst, ist, dass du jetzt nach und nach mit so einem Radiergummistift, da kannst du beliebigen nehmen, jetzt zum Beispiel einen von Schnaud oder hier von Faber-Castell, dass du dann reingehst und tust die Sachen, wo du jetzt siehst, dass die noch heller sind, schon wieder ein bisschen aufhellen. Das heißt, du tastest dich jetzt immer ran, indem du wo aufhellst und wo dunkel machst und diese Sachen verbindest. Ich werde es dir jetzt wieder vormachen hier in diesem Bereich, dass du das mal siehst, wie ich diese Bereiche miteinander verbinde und weiter ausarbeite. Du siehst jetzt, wie das Ganze immer mehr Form annimmt. Ich denke, du konntest jetzt gut mitverfolgen, wie ich in manchen Stellen immer wieder dunkler gegangen bin, wie ich dann immer mal wieder den Pinsel verwendet habe, um das ein bisschen zu verwischen. Und was ich jetzt im letzten Schritt eben noch mache, wo ich das nochmal jetzt fertig ausarbeite, ist, dass ich öfter mal mit so einem feinen H2 reingehe, um dann zum Beispiel hier solche ganz feinen Bereiche, wo das jetzt, ich lege es mal hier unten hin, wo das jetzt so feine Übergänge hat, die aber sehr wichtig sind, weil es sind solche kleinen Dellen in diesem Tuch, die dann drin sind und die kann man hier noch darstellen. Irgendwo höre ich natürlich immer auf. Hier unten habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht so weiter dran gearbeitet. Ich war jetzt eher hier und da kann ich jetzt diese Bereiche noch ein bisschen weiter ausarbeiten, mal einen kleinen Schatten reinbringen. Und hier ist halt ganz wichtig, diese kleinen Schattierungen, die machen extrem viel aus. Der Schatten im Schatten, der nochmal ein bisschen dunkler ist, macht viel aus. Das Licht im Licht, das nochmal heller ist, macht was aus. Und genau das werde ich jetzt nochmal in dem letzten Schritt dir zeigen, wie es geht. Das heißt, du wirst jetzt sehr viel sehen, wie ich nochmal mit dem ganz dunklen Stift in die dunkelsten Bereiche gehe, wie ich mit dem hellen nochmal ein bisschen helle Bereiche gehe. Dann werde ich wieder ein bisschen verwischen mit dem Pinsel und dann werde ich im letzten Schritt, werde ich dann diese ganz, ganz hellen, was heißt ganz hellen, die hellsten Bereiche nochmal nacharbeiten, weil dann da relativ viel Pulver, Graphitpulver drauf ist. Und wenn die dann zu hart geworden sind, kann man sie nochmal an den Kanten ein bisschen leicht aufweichen und dann siehst du jetzt nochmal, wie das hier fertiggestellt wird, zumindest in einem Bereich. Schau es dir auf jeden Fall an, du kannst da nochmal viel lernen bei dieser Arbeitsweise und ich empfehle dir auf jeden Fall die Übung auch zu machen, weil sie hat auch den Vorteil, dass du deine,
Welche ist es, die linke Gehirnhälfte, die logische ausschalten kannst, indem du abstrakte Formen zeichnest? Weil wenn du mit deiner anderen, mit deiner linken Gehirnhälfte immer denkst, dann denkst du in Symbolen, in Formen und da mit so einer Übung kannst du diese linke Gehirnhälfte abschalten und die rechte stärker aktivieren. Das ist die visuelle. Und da lernst du das Sehen und das Zeichnen deutlich besser. Schau es dir an, mach die Übung nach. Ich zeige dir jetzt nochmal, wie es hier weitergeht. So, wie du siehst, habe ich jetzt noch ein bisschen weitergearbeitet und ich muss echt sagen, das macht sehr schnell süchtig, weil man ist dann irgendwann mal so vertieft in den ganzen Formen und man erkennt immer mehr und mehr irgendwie, wenn man so einen Sternenhimmel reinschaut, dann liegt man auch da und dann sieht man noch mehr Sterne, sieht man noch mehr Sterne. Und das hier ist irgendwie ähnlich, man sieht immer noch mehr Formen, die man ein bisschen darstellen könnte und hier noch ein bisschen Formen. Ich denke aber, ich belasse es jetzt einfach mal hier. Vielleicht mache ich später für mich selbst einfach nochmal weiter und mal das Ganze noch fertig, weil es einfach sehr viel Spaß macht und man da auch sehr viel lernen kann. Ich hoffe, du hast jetzt verstanden, wie das Ganze funktioniert. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, verstehe die Formen im ersten Schritt, zweiten Schritt, mach dir Gedanken über die Lichter, dritter Schritt, bring mal grob diese Formen ein, vierter Schritt. Schattiere schon immer mehr diese Übergänge und gehe an verschiedenen Stellen noch dunkler. Fünfter, letzter Schritt, wildes Ausarbeiten, dunkler gehen mit den dunklen Stiften, ein paar solche feine Schattierungen mit einem H-Stift reinmachen, dann nochmal aufhellen mit einem Radiergummistift. Und so kannst du dann stundenlang weiterarbeiten, bis du das irgendwann mal richtig realistisch hast. Ich denke, so ist es in Ordnung erstmal zum Üben. Da kann man auf jeden Fall noch ganz, ganz viel machen. Wie gesagt, mache ich vielleicht später. Aber für das Video soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Wichtig, wenn es am Anfang ein bisschen schwer ist, nicht verzagen. Es ging mir am Anfang genauso. Es ist ganz normal. Nicht denken, du hast kein Talent. Einfach immer weitermachen. Du kommst irgendwann mal dahin, dass du das auch gut hinbekommst. Und falls dich die häufigsten oder schlimmsten drei Fehler beim Zeichnenlernen auch noch interessieren, schau dir am besten hier noch gleich direkt das nächste Video an. Also, ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst, mir einen Daumen nach oben gibst und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, ciao.